mein Freund, dieses Grab ist überaus faszinierend. Stimmt, wir brauchen mehr als Wind, um die Kugel zu bewegen. Stimmt, wir brauchen mehr als Wind, um die Kugel zu bewegen. BD1? Wollte nur mal hören.
was hast du gefunden? Die Sephos sind nach Kashyyyk. Cordova hat den Namen Tafful erwähnt. Oh, ein Wookiee-Häuptling. Sie waren Freunde. Meint ihr, der lebt noch? Das gilt es herauszufinden. Wir müssen nach Kashyyyk. Was soll das? Grabt weiter. Ich will seltene Artefakte, keinen wertlosen Firlefanz. Hast du was? Ein imperialer Offizier wollte hier ein Relikt verstecken. Ein Einsturz begrub sie und sie kam nie wieder raus.
Alles klar. Erledigt ihn! Ausgeschaltet. Die auf Brucker. Auslöschungstruppler. Die jagen ausschließlich Jedi. Kommen jetzt Inquisitoren? Möglich, aber Brucker ist weit weg. Vielleicht denken sie, Auslöschungstruppler reichen. Oder sie bremsen sich absichtlich aus. Bleib wachsam. Hey! Was war da drin? Ausgezeichneter Fund. Er bedarf meiner persönlichen Einschätzung. Thank you.
Vorrücken! Ich hab ihn! Ich mach ihn fertig! Sie konnten dich nicht besiegen! Ich kann es! Hey, Spear. Ich bin unter einer imperialen Ausgrabung. Sie sind viel weiter als gedacht. Das ist im Moment unwichtig. Das Imperium hat dich als den Jedi von Bracca identifiziert. Sie suchen bereits nach der Mantis. Könnt ihr mit der Mantis weg? Ein Triebwerkstart ist zu riskant. Durch die Entladung würden sie sofort auf uns aufmerksam. Ich komme so schnell wie möglich. Kampfläufer schießt auf uns und wir haben keine Waffen. Ist er das? Er soll sofort sein Hinter... Durchhalten, bin unterwegs.
Du noch da? Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Sephowaisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kashyyyk. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafu. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren, wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen. Bitte. Ich versuche gerade, mich zu konzentrieren. Hey, Grease, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe... Da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde.